Da sind wir wieder. Gestern haben wir Zirkeltraining gemacht. Heute machen wir Stabi. Damit wir alle schön stabil bleiben. Deswegen habe ich auch gedacht, heute ziehe ich mal das Nationaltrikot an, um zu dokumentieren, das hat Deutschland doch irgendwie in der Krise gut gemacht. Man muss auch mal Danke sagen. Ich weiß, dass wir zu Ärzten, zu alle, die systemrelevante Berufe hatten, Danke gesagt haben. Aber will ich auch noch ganz kurz machen. Hier vom Atlantis, unser Team Atlantis, gerade unser Chef Carsten Meyer, Herr van Hebel, meine Arbeitskollegen, Top-Arbeit hier. Wir sind wirklich alle motiviert und halten alle zusammen, wie überall anders natürlich auch. Ob das Dorsten war, unser Bürgermeister, persönlich kenne ich ihn nicht, habe ihn noch nie getroffen, aber ich finde, er hat uns auch top durch die Krise geführt und führt uns weiter durch die Krise, genauso wie es jetzt ist. Überhaupt in ganz Deutschland, alle wie sie sich verhalten, Geschäfte sind wieder auf, alle bleiben doch diszipliniert und wie Deutschland mit dieser Krise umgeht, ist weltweit schon sensationell. Muss man auch mal Danke sagen, denke ich, mache ich heute mal, mehr will ich da gar nicht zu sagen. Trifft immer einige, denen es nicht so gut geht, das weiß ich auch. Noch eine Sache, ich hoffe natürlich, dass ihr, wenn ihr gesund seid, wenn ihr gesund bleibt und wieder die Krise vorbei ist oder sich lockert, ob das vorbei ist, weiß ich ja gar nicht, sich lockert oder ob die Zeit sich dann ändert, dass ihr wieder ins Fitnessstudio geht, ob das ins Olympus, ob das in Enjoys, in der Workers Hall geht, ins Be Fit, ins Fitnessloft, im Atlantis, alle Trainer, egal wer da ist, warten auf euch, dass ihr wiederkommt und wir wollen alle, nicht nur wir vom Atlantis, alle Trainer, alle Vereine, Fußballvereine, aber auch die kommerziellen Studios wollen euch wiedersehen und freuen sich, wenn ihr dann kommt. Und glaubt mir, wenn ihr trainiert, ob das im Verein ist oder im privaten Studio, ihr werdet einfach fitter und stärkt eure Leistungsfähigkeit und auch Abwehrkräfte. Und das ist auch egal, wo ihr hingeht, ich kann nur sagen, macht was. Und alle meine Trainer in allen Studios warten auf euch, die scharren schon mit den Hufen und sagen, Mensch, wann geht endlich wieder was los, wann kann ich entweder trainieren und wann kommen meine Kunden wieder. Das geht nicht nur uns so im Atlantis, das geht allen Studios hier so und bitte bleibt da treu und macht weiter Sport und unterstützt hier gerade unsere Studios und auch unsere Sportvereine. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Ich heute, Nationaltrikot Nummer 10, war eigentlich immer kein guter Fußballer, eher ein schlechter Fußballer. So, jetzt habe ich mir gedacht, Stabi, ne? Das ist auch immer so ein wichtiges Thema. Wir rennen immer rum, machen immer Sprünge und alles Mögliche machen wir auch immer. Aber so ganz ruhige Übungen mal Stabi zu machen, ist irgendwie manchmal auch so ein bisschen langweilig und denkt, boah, das so alleine zu Hause zu machen. Macht doch mal auch eine Challenge über Zoom oder über Facebook oder FaceTime oder was auch immer. Guckt euch an und sagt, komm hier, wir starten gemeinsam mit dem Freund zu Hause, mit der Oma, die Kinder und alle legen sich in diese Position rein, halten die Position mal und dann könnt ihr einen Wettbewerb machen, obwohl ihr nicht zu Hause seid oder in einem Raum seid. Passt auf euch auf, seid noch nicht zu übermütig, dass in der nächsten Zeit was passiert. Die Gefahr ist noch nicht gebannt, sage ich mal als Laie. So. Womit fangen wir an? Wir sind warm geworden, das ist ganz klar, wir haben uns warm gemacht und wir fangen mit ganz klassischen Stabi-Übungen an. Ich mache das mal vor, wir legen uns hin. Wie immer, ich schaue mal in die Kamera, auch immer schwer für mich, wenn überhaupt keiner da ist, weil ich so das Richtige erzähle hier. Wichtig ist mir, dass ihr diese Übung wieder 30, 60, 90 Sekunden in der Stabilisation haltet und einfach statisch diese Übung versucht durchzuführen. Dabei ist mir auch wichtig, oder dabei ist nicht nur mir wichtig, dabei ist es insgesamt wichtig, dass ihr eine ruhige Atmung habt. Ich bin am meisten immer so hektisch. Ich muss auch mal runterkommen jetzt. So, jetzt hebt ihr gleichzeitig die Oberschenkel an, Oberkörper an, die Arme an. Jetzt haltet diese Position. 30, 60, 90, Sekunden. Dann geht ihr langsam runter. Hier reicht eine Pause von 10 Sekunden. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Andi, mit diesen 30, 60, 90 Sekunden, ihr könnt das auch in Atemzüge umrechnen. Atmet 6 bis 8 Mal ein, 15 Mal ein, oder 20 mal ein und aus.
dann hat man die Zeit auch. Und man kann sich gleichzeitig auf die Atmung konzentrieren. Das ist Übung Nummer 1, jede Übung dreimal. Hier gibt es natürlich Varianten. Hier kann man die Hände länger nehmen. Man kann die Hände nach hinten nehmen. Man kann die Bararme bewegen in einer Schwimmbewegung. Natürlich. Man kann die Beweglichkeit noch üben und die diagonale Belastung der Muskelgruppen. Das ist bei allen Übungen immer wieder möglich. Hier sollt ihr aber heute ruhig arbeiten. Ihr kommt ruhig nach oben. Immer wieder streckt ihr euch vor und zurück. Übung Nummer 2. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Seitliegestütz auf die Seite halten. Arm kann nach oben, Arm kann unten. Ihr könnt den Arm abstützen. Jawohl, auch immer je nach Level. Ihr könnt die Knie anwinkeln. Auch möglich. Ihr könnt natürlich auch die Füße nebeneinander stellen und halten. Hier geht es mir heute bei den Übungen, dass ihr Spannung aufbaut und haltet. Jawohl, sehr gut. Das machen wir natürlich zu beiden Seiten. Nummer 3. Da hat man auch eine Schokoladenseite. Der Rechtshänder ist meist auf der linken Seite stärker. Jawohl, weil wir alles immer anheben. Auch hier Varianten. Natürlich könnt ihr mit reinbringen. Wichtig ist, dass ihr versucht, in Ruhe zu halten. Bauchmuskulatur. Bleibt in der Position. Halten. Stabil. Diesmal nicht bewegen. Kein Anziehen der Beine. Halten. Brustbein geht nach oben. Bauchnabel geht zur Wirbelsäule. Ihr bleibt gerade. In diesen Übungen atmet ihr ein, atmet aus und halt. Nach jeder Übung nehmt ihr eine Dehnposition ein, die auch wieder zwischen 30, 60 und 90 Sekunden halt. Ich mache das nochmal im Stehen eine Übung vor. Das ist einmal, könnt ihr an der Wand machen, aber ich kann jetzt nicht zur Wand laufen, weil meine Kamera steht gerade da. Auch hier, Stabi. Ihr geht runter, bleibt in der Position stehen und verharrt in dieser Position. Hier gibt es Varianten. Ihr nehmt die Beine in die Sumo-Stellung weit auseinander, geht tief runter, bleibt gerade oder nehmt sogar... Sieht bei mir jetzt nicht so elegant aus. Ne? Nehmt sogar die Arme mit nach oben und ihr merkt hier jetzt Oberschenkelmuskulatur. Sehr gut. Immer wenn ihr rauskommt aus den Übungen, eine von unseren bekannten Dehnübungen, runterhalten, entspannen. Stabi. Ich mache das jetzt mal vor. Ihr habt ja ein Handtuch oder eine Matte. Ich mal was vormachen, was auch eine tolle Sache ist. So, wollt ihr und Handtuch, ist egal, was ihr nehmt. Und jetzt haben wir eine kleine Rolle und jetzt bleibt ihr drauf. Und jetzt merkt ihr, wie ich in dieser Position mit meinen Füßen nacharbeite. Ihr bleibt nur gerade. Ihr wechselt die Position und halten. Sehr schön. Genau, auch hier gibt es Varianten. Ihr könnt natürlich das Bein höher anheben. Könnt natürlich die Arme über Kopf nehmen. Und jetzt wird es schwierig. Und ich arbeite gerade mit meinem Fuß. Zehe und merke, wie schwierig jetzt plötzlich Stabi wird. Auch könnt ihr gleichzeitig, haben wir gerade nochmal gemacht, auch euch auf einen hinsetzen. Jetzt muss man halten. Genau, umso kleiner die Rolle ist, umso schwieriger wird das. Dann bewegt man sich. Also hier in der Übung Stabi möglich. Ich zeige euch noch zwei Übungen. Also wir haben jetzt so. Und zwar geht ihr in den Schulterstütz. Arme gehen nach oben. Wir bleiben in dieser Position. Und könnt, wer das jetzt schafft, ein Bein anheben. Das Bein auf 90 Grad lassen, auf, das ist jetzt hier 45 Grad lassen oder auch
180 Grad nach oben bringen. Achtet mal auf meinen Fuß. Ich kann entweder den Fuß auf dem Boden ist, Ferse auf dem Boden, ganzer Fuß, oder mal probieren, den Fuß ballend auf den Boden zu bringen. Hier kann ich mit einfachen Fußbewegungen plötzlich ganz andere und komplexere Muskelgruppen in der Stabi-Übung trainieren. Da auch wieder, ihr kommt nach oben, streckt euch. Heute ist ein Training, in dem wir ganz ruhig bleiben wollen, uns beweglich verhalten wollen und stabilisieren. Jetzt machen wir mal eine Ganzkörperstabi-Übung. Dafür steht ihr auf. Ich stehe mal so auf, wie man das in so einem Fitnessstudio macht. So ganz elegant. Jawohl, ganz elegant. So, jetzt wird es schwierig. Wir haben ja vorhin Unterarmliegestütz gemacht. Jetzt machen wir gehen wir in die normale Liegestützposition. Wieder Stabilität. Ihr braucht, das ist mal die Übung Nummer 1, nur halten. Hierbei ist das wichtig. Körper ist angespannt, Bauchnabel geht immer zur Wirbelsäule, Gesäß angespannt. Aber ihr arbeitet weiter. Schaut nicht nach oben, schaut einfach nach unten. Jetzt gibt es Varianten, die könnt ihr machen, je nach Leistungsfähigkeit. Geht ihr einfach, aber diesmal nicht wie beim Powertraining, Hand to Shoulder, ganz schnell, ganz langsam, geht zur Schulter, rechte Hand, linke Schulter, linke Hand, rechte Schulter. Oder ihr hebt langsam die Beine an. Sehr gut. Diese Übung, wenn ihr die gemacht habt, jede Übung macht ihr dreimal, 30, 60, 90 Sekunden. Wenn ihr auf 6 bis 8 Übungen kommt, habt ihr ein gutes Stabilitätsprogramm gemacht. Ihr macht euch vorher warm und nachher wird wieder gestretcht und ein bisschen gedehnt. Das ist das Training für heute. Ich heute im Fußballtrikot. Ich hoffe, ihr habt die richtige Farbe getroffen. Ich glaube, ich habe sie getroffen und haltet durch. Mir fehlt Fußball übrigens auch.